Neues Taxiunternehmen, neue Waffen, riesige neue Garage und kostenlose Autos. Darum geht es hier in diesem Video. Alle Infos, die fasse ich dir hier ganz kurz zusammen. Falls du neu bist, lass gerne ein Abo da, mach doch die Glocke an. Falls du Lust hast, lass schon mal hier unter diesem Video ein Like da. Das würde mich sehr freuen. In dem Sinne, let's go. Wir starten rein ins Video. Ja Leute, gestern am Dienstag kam mir das neue Winter-Update. Wir haben Winter, nicht mehr Sommer. Das Winter-Update kam gestern raus und da gab es schon so einiges. Aber es kam auch immer wieder dieselben Fragen auf. Und zwar, wo ist das neue Taxiunternehmen, von dem die Rede war? Wo sind die neuen Waffen, die neuen Polizeiwaffen, von denen die Rede war? Wo ist die neue 50-Fahrzeug-Garage, von der die Rede war? Und wo ist unser kostenloses Auto? All das sollte kommen, ist aber nicht gekommen. Ich gebe euch in diesem Video die Antwort. Punkt für Punkt werden wir es abhaken. Erstmal zum ersten Punkt das Gratis-Auto. Das Gratis-Auto kann ich sagen, das bekommen wir an diesem Wochenende. Denn dieses kostenlose Fahrzeug, das wir eben normalerweise von der Heist-Challenge bekommen sollten, kriegen wir jetzt eben zwischen dem 16. und 18. Dezember, wenn wir uns einfach in GTA Online einloggen. Aber Voraussetzung war natürlich, dass wir im November an der Heist-Challenge mitgemacht haben, also mindestens ein Heist abgeschlossen haben. Dann bekommen wir dieses Fahrzeug, was ihr gerade seht, kostenlos und zwar jetzt am Wochenende. Und auch zum Taxiunternehmen, der Garage und so weiter und so fort, einfach zum weiteren Verlauf des Updates hat Rockstar Games auf dem Newswire was geschrieben und zwar haben sie dort Folgendes geschrieben. Ich lese jetzt einfach mal vor. Neben psychedelischen Trips und Ernteabstaubungsläufen wird Los Santos Drug Wars in den kommenden Wochen und Monaten fortgesetzt, um neue Fahrzeuge, Weltereignisse, Gameplay-Updates zu liefern. Beginne mit neuen festlichen Begegnungen und Sammlerstücken ab nächster Woche. Also hier die erste Info. Nächste Woche, vermutlich nächsten Donnerstag, das müsste dann der 22. Dezember, glaube ich, sein, wird erstmal das Winter-Update in GTA erscheinen, also die Festive Surprise, die ganzen Weihnachtsoutfits, der Schnee und so weiter und so fort. Und dann haben sie auch noch geschrieben, erwarten sie Anfang nächsten Jahres, also vermutlich im Januar dann, dass Downtown Cap und Co. nach neuen Rekruten, einem reisenden Gunvan mit exklusiven Artikeln, Straßenhändlern, die Prämien für ihr Produkt zahlen möchten, einer neuen Garage mit den meisten Fahrzeugabstellplätzen und viele mehr sucht. Heißt also, all diese Sachen, die mit diesem Update angekündigt waren und jetzt nicht gekommen sind, die werden vermutlich Anfang nächsten Jahres, also Januar 2023, dann kommen. Und damit inbegriffen ist einmal eben das Taxiunternehmen, was ziemlich nice ist. Das wird wahrscheinlich auch eine Art neues Business oder eine neue Geldmethode sein, weil wir dann eben als Taxifahrer in Los Santos arbeiten können. Auch die neuen Waffen werden vermutlich dann kommen, denn wie hier auch geschrieben wird, wird es einen Gunvan, also einen Waffenvan geben, der dann eben in Los Santos unterwegs ist, also einen sogenannten Straßenhändler, der vermutlich uns dann die neuen Waffen eben verkauft. Und auch die neue Garage mit den meisten Fahrzeugabstellplätzen, also diese 50er Garage, die wird auch im Januar dann endlich erscheinen. Und somit ist das dann ja einfach Teil 2 von diesem Winter-DLC, der jetzt erst in ein paar Wochen, also Anfang nächsten Jahres kommt. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Also es geht jetzt um die Meinung, um meine Meinung zum Update, aber ich glaube, da kommt nochmal ein eigenes Video. Ich finde es schade, dass jetzt mittlerweile in einem großen Winter-Update, was eigentlich immer das größte Update im Jahr war, so wenig neuer Content kommt. Wir haben tatsächlich gestern am Dienstag 5 neue Fahrzeuge erhalten. 5 neue Fahrzeuge. So wenig gab es bis jetzt in keinem einzigen Update und es wird von Jahr zu Jahr weniger. Im Sommer-Update waren es, glaube ich, 8 Fahrzeuge. Im Winter-Update davor waren es 10 bis 12. Davor waren es noch mehr. Jetzt sind es 5. Es sind 5 Fahrzeuge, die wir in einem Winter-DLC erhalten haben. Klar, es gibt Drip-Feed-Content, aber trotzdem. Und auch das andere Zeug, wie zum Beispiel das Taxiunternehmen, die neuen Waffen und die Garage, das ist ja alles noch nicht da. Es ist im Prinzip nur so ein Mini-Teil vom Update überhaupt erschienen, was ich einfach schade finde. Rockstar Games macht es aus einem bestimmten Grund, weil sie wollen, dass die Spieler Zahlen weiterhin ja sozusagen erhalten bleiben. Hätte Rockstar Games nämlich das ganze Update jetzt schon zusammen an einem Tag rausgebracht, hätten sie in ein paar Tagen oder ein paar Wochen keine Spielerzahlen mehr, weil die Leute dann eben andere Games zocken würden, bis das nächste GTA Online Update erscheint. Naja Freunde, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, egal, kann man nichts gegen machen. Das war's mit dem Video, schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da, ein Abo, macht gerne die Glocke an. Ich bin raus, euch einen schönen Tag. Freunde, haut rein, macht's gut. Wir sehen uns morgen und ciao, ciao.